Paul Rechsteiner bei mir, Jurist, Anwalt, SP Urgestein. Ich will nicht wissen, wer da hinter dieser Kamera ist. Das ist nämlich Kette Hut, sie hat nicht hergebracht. Ja, da müssen wir es auch mal so sagen. Und sie hat eine riesen Freude, dass der Paul Rechsteiner zu uns kommt. Und das schätzen wir natürlich auch. Und im Vorgespräch, im ganz kurz haben wir gemerkt, er ist wirklich sehr, sehr bürgernah unterwegs. Gell? Und ist natürlich unglaublich aktiv. Und ja, im Internet ein bisschen angeschaut, da steht drin 50 Anfragen, 25 Motionen, 23 Interpellationen, 12 parlamentarische Initiativen, 12 Postulate, 140 abgeschlossen. Und eine ist gestanden, sind noch hängig. Und bei der Hängigen ist gestanden, das ist der Artikel 112, Absatz 2 Litera, in der Bundesverfassung, dass die Rente bis spätestens Ende 2022 vollumfänglich an die Türe angepasst werden. Ist das schon erfolgt? Nein, das war einer der Erfolge jetzt in der Wintersession, dass Rentnerinnen und Rentner den vollen AHV-Teuerungsausgleich verdient haben, so wie es in der Bundesverfassung steht, nämlich dass mindestens Teuerung ausgeglichen werden. Und das sollte jetzt aber umgesetzt werden. Der Bundesrat war erfolgreich gewesen. Wobei ich insgesamt muss sagen, dass ich in meiner frühen Zeit im Nationalrat recht viele Vorstöße eingereicht habe. Von denen auch ein Teil erfolgreich, doch immer wieder. Und seit ich natürlich Präsident vom Gewerkschaftsbund geworden bin, das war im 1998, also auch schon lange her, ich war 20 Jahre lang, dort habe ich schon sehr viel weniger Vorstöße eingereicht. Dort hat man natürlich einen grossen Einfluss auch im Verfahren über die Sozialpartner. Also der Gewerkschaftsbund ist eine mächtige Institution und so gesehen braucht es auch nicht mehr so viele Vorstöße im Parlament und im Ständerat, habe ich eigentlich nur noch recht wenig Vorstöße eingereicht. Hingegen ist es so gewesen, dass natürlich dann der direkte Einfluss unmittelbar in der Gesetzgebung eine riesige Rolle gespielt hat. Also der grösste Erfolg jetzt für das Rinntal, für das Werdenberg und überhaupt auch für die Region Ostschweiz bahnpolitisch, die schnelle Verbindung, Halbstunden-Takt für die schnelle Verbindung Chur-St. Gallen oder St. Gallen-Chur, das war die am meisten vernachlässigte Strecke gewesen. Auf dem ganzen schweizerischen Streckennetz. Da haben wir ja damals, da ist Karin Keller-Sutter und ich, gerade unmittelbar nach der Wahl können durchsetzen. Das war nicht auf dem Radar gewesen, weder von der St. Galler Regierung noch vom Bundesrat. Und das war aber in einer Vorlage selber gewesen, ohne Vorstoß, direkt Start-Zielsieg. Und da hat sehr viel dazu gebraucht. Nämlich, weil es so überraschend gekommen ist, haben wir natürlich die Hilfe von Ingenieure braucht, auch Leute, die von der SBB etwas verstanden haben, vom Streckennetz, aber auch politische Unterstützung im Kanton, alle Gemeindepräsidenten auf der Strecke St. Gallen-Chur und umgekehrt, da ist ja dann drei Scheiben, da der Daniel Gut im Buchs gewesen. Aber wir sind nicht viel hergebracht, oder? Die haben sich einfach ständig und immer eingesetzt. Also, ich kann mich erinnern, bei mir an die DRS, ich weiss es Jahrzahl nicht mehr, aber wir haben einmal die Anne, die Anstalt für Nachherzüchung in Altstetten, ist gewesen. Das ist Katrin Hilber, der Paul Rechsteiner und da Frau Dr. Helen Kaspar, die ist da mal Jugendstaatsanwältin gewesen. Dann haben wir eine Pressekonferenz gehabt, bei der Helen Kaspar und dann hat es eine Gegenpressekonferenz gegeben von Rechsteiner Hilber. Und dort ist es, glaube ich, darum gegangen, kein Mädchenknast und so weiter, oder? Und ich glaube, der Hämmerli, Psychiater, der hat das auch noch erläutert und der Sergio De Vecchi ist dort, glaube ich, ja, von der Anne der Chef gewesen. Und dann sind eben Hilber und Rechsteiner doch sehr in jungen Jahren klar auftreten, die Vergitterung und der Mädchenknast, der will man nicht. Also sie haben eigentlich immer so ein bisschen sich eingesetzt, auch für Minderheiten. So. Gut, das ist die Freiheit, Geschichte von den 80er Jahren, das kann sich schon gar niemand mehr daran erinnern. Wo eine grosse Rolle gespielt hat, vielleicht auch nachher später, jetzt in Bezug auf Verdingkind, ist mir das wieder entgegengekommen und die administrativ Versorgten. Und auch eindrücklich, auch da vielleicht in Bezug zum St. Galler Rinntal, zu Altstetten, wo die Frauen, die in Hindelbank eingesperrt worden sind, bis 1981, also sind Jahrgängerinnen gewesen, teilweise von mir, obwohl sie gar nie ein Delikt begangen haben. Ohne Delikt in Hindelbank, weil sie sich nicht konform verhalten. Alkoholikerinnen zum Beispiel? Nein, meine Schwiegermutter war mal dort in Hindelbank. Ja, nein, aber meine, das wäre noch, wär ja. noch gegangen. Das waren also. Junge Frauen. Gewesen. Aha. Die haben zum Beispiel uneheliche Geburt, nicht aus finanziell armen Verhältnissen. Ja, damals gelangt, dass man in Hindelbank landen konnte. Reichere, die haben Lösungen gefunden in dieser Situation. Das war ja damals noch extrem diskriminierend. Also wegen dem, was man uneheliches Kind hat? Ja, uneheliche Geburt. Zum Beispiel für jemanden, der erst 17, 18, 19 war, der hat gelangt für Versorgung in Hindelbank, aber auch ein abweichendes Verhalten, indem man
denn das war ja der Aufbruch in den 60er Jahren, 68 und folgende. Das war ja eine Zeit, als ich jung war, wo man dann angefangen hat, also man eine lange Haare wachsen lassen, wo man andere Musik angefangen hat zu hören, wo das Kiffen angefangen hat und so weiter. Aber das hat ja eigentlich dann nicht dazu geführt, dass man da weniger erfolgreich gewesen wäre im normalen Leben. Aber das ist abweichendes Verhalten ganz stark sanktioniert worden, vor allem bei jungen Frauen. Und eine von diesen Frauen mit einem tragischen Schicksal eben auch eingesperrt worden, von einem Heim ins andere. Und weil es nicht richtig geklappt hat, die Frau sich gewehrt hat, hat einen Lebensdrang gehabt, die ist dann eingesperrt worden auch in Hindelbank und hat dann zu den Frauen gehört, die im Bundeshaus auftaucht sind. Ich habe ja schon eine Reihe von Rehabilitierungen können erfolgreich durchführen. Die grösste Geschichte für mich selber war ja die Rehabilitierung von Paul Gröninger gewesen. Das sind Sie ja Präsident von der Stiftung gewesen, gell? Er hat einen Preis bekommen sogar, ja. Bis jetzt, also ist es so, dass er damals, muss ich mir noch vorstellen, er war im Kanton St. Gallen, der Paul Gröninger war der Polizeikommandant vom Kanton St. Gallen in der Nazi-Zeit. Grenze, im Dreigrenze, war ja auch Grenze zu Nazi-Deutschland nach dem Anschluss von Österreich, wo der Hitler einmarschiert ist unter dem Jubel von der Bevölkerung. Sind die Juden verfolgt worden, massiv, später ja dann auch umgebracht, schon damals in Konzentrationslager. Und die Schweiz, was hat die Schweiz gemacht, die Offizielle von Bern aus, sie hat Grenzen gesperrt gegenüber Jüdinnen und Juden, gegenüber denen, die verfolgt waren. Gewöhnliche Österreicher konnten kommen, Deutsche, aber die Juden durften nicht mehr kommen und Paul Gröninger hat es nicht vertraut. Die Leute, die am Tod bedroht waren, einfach zurückzuschicken, zurückzustellen, sondern er hat dann mit der Grenzsperre 18. August 38 hat er es erlaubt, gestattet, dass die rückdatiert worden sind. Das war natürlich eigentlich ein Verstoß gegen geltende Vorschriften. Die Einreise hat die aber damit legalisiert, dass die auf dem Weg gerettet werden konnten. Unzählige Verfolgte damit das Leben gerettet, ist aber selber fristlos entlohnt worden. Er ist als Krimineller verfolgt worden und strafrechtlich verurteilt worden. Rehabilitiert worden ist er während Jahrzehnten nicht. Er ist in Armut gestorben, in der Au unten, im 72. Als ich die Geschichte entdeckt habe in den 80er Jahren, habe ich angefangen mit der Bemühung der Rehabilitierung und sie ist dann bis 95 gegangen. Die rechtliche Rehabilitierung, da bin ich dann als Anwalt auftreten für die Familie, für die Angehörige, wo das Strafurteil aufgekommen worden ist. Jetzt vielleicht nochmal der Bogen. Gibt es auch Literatur Frau von Ihnen? Also nur gerade, um jetzt also fertig machen. Ja, der Stefan Keller hat das Buch geschrieben, hat die Geschichte damals klar, aber jetzt von Ihnen meine ich, weil Sie haben den Fischhoff-Preis bekommen, oder? Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Genau, aber das ist ein Preis in Ehre. Wichtig ist die Geschichte die Rehabilitierung, die Wiedergutmachung von einem grossen Unrecht. Der Kanton St. Gallen kann stolz darauf sein, dass sie so einen Polizeikommandant hatte, wo der von der Schweiz damals auch gerettet hat. Sprung jetzt nochmal zu der jungen Frau, oder wo die war nicht mehr jung, die war gleich alt wie ich, denn mit anderen Frauen im Bundeshaus dahergekommen ist. Die haben Rehabilitierung wollen, dass ihre Ehe wiederhergestellt wird und haben, will ich schon auch die Fluchthelfer dann ein Gesetz durchgebracht hat, um die Fluchthelfer im Zweiten Weltkrieg, die Menschen gerettet haben und darum als Kriminelle verurteilt worden sind, weil das gelungen ist, sind die zu mir gekommen und die haben unglaubliche Lebensgeschichten gehabt. Ist noch vor erst zwei, drei Jahren her im Stadttheater St. Gallen so ein dokumentarisches Stück gezeigt worden, wie man damals mit abweichendem Verhalten umgegangen ist. Wäre heute nicht mehr möglich. So wäre das nicht mehr möglich. Man muss aber immer wieder sensibel sein gegenüber Entrechtung von Menschen. Ich meinte, heute wiederum Gefahr ist vor allem auch, wenn Armut da ist, dass halt immer noch das eine sehr diskriminierende Geschichte ist. Es ist viel gelungen in den Jahrzehnten jetzt im Bundesbern, im Sozialstaat, etwas zu machen für die breite Bevölkerung. Die Sozialhilfe ist ein Stiefkind geblieben. Wenn jemand in die Sozialhilfe geht, hat er schwer. Sozialhilfe ist ja im Unterschied zu den Ergänzungsleistungen und zu den überhaupt der Sozialversicherung, das ist ja rückzahlbar. Das trifft alle Betroffenen hart. Und da muss man einfach sagen,
Die Armutsrisiken sind vielfältig. Es kann eine Scheidung sein. Ein Armutsstudio, das zeigt, gibt es auch Armut in der Schweiz. Oder? Ja, und eben natürlich, mit, wenn jemand tiefe Löhne hat, eben eine Scheidung kommt dazu. Oder sonstiges Unglück ist schnell mal die Situation von Sozialhilfe da. Und das ist extrem diskriminierend bis heute. Von dort her, eben, Diskriminierung gibt es nach wie vor. Und das ist etwas, wo sicher ein grosser Nachholbedarf besteht jetzt für die Menschen. Es haben sich eingesetzt für gleiche Rechte, oder? Und damals hat der Ständerat, ob denn das Postulat oder das war, abgelehnt, oder? Ja, also das war immer ein Anliegen gewesen. Also Gleichstellung jetzt, was ja vielleicht die grösste Veränderung ist, seit den vielen Jahrzehnten, jetzt seit ich politisch aktiv geworden bin. Ich meine, damals, als ich im Nationalrat kam, im 86, da hat noch das alte Eherecht gegolten. Da war noch der Mann das Haupt der Familie. Die Frau hat den Haushalt geführt, aber wenn sie wollte, auswärts einen Job annehmen, hat sie noch die Zustimmung vom Mann gebraucht. Hat im Liechtenstein damals, im 86, ist das Frauenstimmrecht angenommen worden? Ja, und im 71 ist noch nicht lange her. Ja. Das war in unserer Lebenszeit gewesen, ein Frauenstimmrecht. Und natürlich dann auch, dass die Initiativen und nachher immer die Vorstöße für gleiche Rechte für Mann und Frau, gleiche Rechte für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und ich meine, es sind dann eindrückliche Bewegungsereignisse gewesen. Frauenstreik 2019, aber der Vorläufer. 1991 grosse Bewegungen, die dazu geführt haben, dass sich da etwas im Positiven verändert hat. Das ist auch ein bisschen etwas, wo natürlich etwas ist, wo eine Lehre aus dem politischen Leben darstellt. Fortschritt kommt nie von mir selber, man muss etwas dafür unternehmen. Das heisst konkret, dass es halt auch der Druck von entsprechenden Demonstrationen braucht, beispielsweise, um einen grossen Missstand zu beheben. Ich überzeuge dir, daheim hört fasziniert zu und hinter der Kamera auch Kette gut, ganz fasziniert, das ist wirklich, also es ist, der Schawinski hat ja dies und jenes schon befragt, sie auch, glaube ich, irgendwie vor etwa, sagen wir, 6 Jahren, aber nebst anderem hat er gesagt, sie sei der interessanteste Politiker in der Schweiz. Wie sehen Sie das? Ja gut, jetzt also Schawinski. Das sind seine Anfangsworte, ja, ich kann mich noch erinnern. Genau, hat er besser und schlechteres gemacht in seinem Leben, hat viel gemacht. So gesehen zählt, glaube ich, weniger jetzt das Lob von oben oder aus dem Bundeshaus, sondern es war jetzt eindrücklich gewesen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Rücktritt, wie viele Leute jetzt aus der Bevölkerung reagiert haben, geschrieben haben. Genau. Heute schreibt man nicht mehr einfach so. Ja. Bedeutet das etwas, wenn jemand einen Brief schreibt, nur handgeschrieben teilweise. Auch viele einfache Leute, die sich zeigt, wie wichtig das ist, dass man in Bern gut vertreten ist jetzt. Bei den Ständeratswahlen geht es wiederum sehr viel im Kanton St. Gallen. Im 2011 mit dem Wahlsieg für den Ständerat, der ist ja nicht auf der Hand gelegen hat, ist ja auch das Ergebnis von der Arbeit von sehr vielen, unter anderem da im Werdenberg und im Bux. Da hat der Kanton St. Gallen schon vielfältig, ist das möglich geworden. Und es wäre schön, es würde jetzt wieder klappen. Es ist so, dass ja der Kanton St. Gallen, es ist nicht automatisch, dass der SP-Vertretung im Ständerat sitzt, sondern das war eigentlich jetzt eine grosse Ausnahme, eine Überraschung. Ich meine, der Kanton St. Gallen, die St. Galler Bevölkerung ist gut mitgefahren mit jemandem von der bürgerlichen Seite. Das war Karin Keller-Sutter, jetzt der Beni Würth und umgekehrt jemand, der die soziale Stimme repräsentiert. Und Barbara Gysi, die ja halt so das Gesicht der Pflegeinitiative war, wo ja, auch von der St. Galler Bevölkerung eindrücklich gut geheissen worden ist, gegen grossen Widerstand aber der bürgerlichen Parteien, wer die soziale Stimme. Und ich meinte, dass die ausgewogene, breite Vertretung von der St. Galler Bevölkerung, da wäre etwas, was gut wäre. Wäre eigentlich wie ein Tüpfel auf sie, auf die ganze Zeit, die ich da hinter mir habe im Bundeswehr. Wobei, wenn es um die Sache gegangen ist, dann sind sie nicht unbedingt einfach der Linke und SP, sondern haben sie auch Allianzen zu anderen geschmiedet. Oder sind immer auch bereit gewesen, um irgendwie andere mit der Entscheidung so ein bisschen zu motivieren. Ja gut, motivieren. Das gehört zum kleinen Einmaleins von der Politik. Oder sind sie eine gewisse Art von Robin Hood? Nein, aber es gibt ja, aber sie hat sich immer so ein für Minderheiten eingesetzt. Gut, man denkt, jeder muss versuchen, in dieser Zeit, wenn man schon das Privileg hat und die Aufgabe bekommt, die Leute zu vertreten in Bern, die soziale Stimme zu vertreten, dann muss man versuchen, etwas zu erreichen. Und das bedeutet auch, dass man mal in der Lage sein Situationen können einschätzen, aber auch anderen zuzulassen. Das ist zum Beispiel etwas vom Wichtigsten
politisch, neben der grossen Erfahrung, die da natürlich auch zählt, dass man andere Standpunkte versteht und auch kann im richtigen Zeitpunkt dann versuchen, etwas zu beschleunigen und auch zu Resultaten zu kommen. Was jetzt eben Zusammenarbeit mit der Karin Keller-Sutter betroffen hat, das ist ja so, dass wir uns eigentlich gar nicht kennt haben. Ich bin ja damals schon bald einmal ein Vierteljahrhundert bin ich im Bundesbern gewesen, im Wesentlichen, Präsident vom Gewerkschaftsbund. Und wir haben eigentlich miteinander nichts zu tun gehabt, aber ab Stunde Null haben wir für den Kanton St. Gallen, für die Ostschweiz können eine ganze Reihe von wichtigen Erfolgen erzielen. Da setzt die Arbeit im Ständerat voraus, dass man in der Lage ist, die grösseren Zusammenhänge zu sehen und eben auch die regionalen Interessen. Gerade wenn man den Kanton St. Gallen anschaut, erwartet in Bern niemand auf den Kanton St. Gallen, sondern man muss das Interesse selber wahrnehmen, eben in der Bahnpolitik. Wenn wir da nicht antreten wären, dann hätte das nach wie vor so ausgesehen, dass man uns einfach im Rand draussen angesiedelt hat. Auch für die SBB-Spitzen ist da die Bahnverbindung Chur-St. Gallen, da war sehr am Rand gewesen. Wie natürlich überhaupt in der ganzen Zeit die Chancen jetzt vielleicht für die Ostschweiz, wo man hier nochmal neu positionieren muss, wo ich antrete. Aber meine ich, Bundesbern. 86. Haben die doch beide gemacht, kann ich ein bisschen sutter und sein. Aber, ist aber 2011 geht es etwas verloren? Meine ich, es geht weiter? Ja, ich gehe davon aus, zusammen mit dem Beni Würth war auch sehr gut und kreativ. Und von dort her meinte ich, das Erfolgsrezept wäre wieder eine ausgewogene, breite Vertretung von der St. Galler Bevölkerung. Barbara Giss ist sehr erfahren, auch inzwischen die erfahrenste von den Kandidatinnen. Und die Bevölkerung wird entscheiden am Schluss, das Volk wählt. Das und der Schlecker Geiser, der Ständerat ist einfach wichtig, ist extrem wichtig, vor allem für die Strategie auch, oder? Ja, der Ständerat hat eigentlich auch gewonnen in der Bedeutung nochmal seit 2011, seit eben die Linke dort auch in einer anderen Grössenordnung vertreten ist als früher. Früher war ja die SP ein bisschen eine Randgruppe im Ständerat, aber ab 2011, muss man sagen, sind einfach viele Lösungen zustande gekommen, auch überparteiliche, wechselnde Koalitionen. Und das war etwas Gutes gewesen, namentlich auch für den Kanton St. Gallen, wo man immer noch, wenn man vom Kanton redet, immer noch auch muss darauf achten, dass wir eigentlich wie durch die Entwicklung in Europa, wo wir haben, im 86, da ist noch der Österreich noch nicht einmal in der EU gewesen, und die EU hat sich wahnsinnig entwickelt. Überhaupt hat sich Europa gegen den Osten aufgetan. Und wenn man die Bahnverbindungen anschaut, sind wir eigentlich irgendeine Form von einem Zentrum, wenn man es richtig anschaut. Und so gesehen ist das der Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung. Und da müssen wir halt auch über den Rhein schauen. Die ganze Region, das Rindtal, beidseits vom Rhein, Bodensee-Region, das ist ja eine der stärksten industriellen Regionen von ganz Europa. Da muss man dafür sorgen, dass das auch entsprechende Wahrnehmung hat, dass man die entsprechenden Verkehrsinvestitionen auch macht. Und da muss man halt ein bisschen nachhelfen. Auch für das braucht es eine starke Vertretung im Ständerat. Da sehen wir jetzt eben darum, hin und her aufgezoomt, so eben in die EU ins Rindl raus, sieht man natürlich jetzt auch. Wie stehen denn Sie zu der EU? Das ist immer ja, so ein Weg ist, der Weg ist, in dieser Zeit hat ja mehrere Phasen gehabt. Nicht ein einfacher war nach dem Scheitern vom EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum, 1992, da ist ja jetzt gerade wieder begangen worden, vor 30 Jahren. Also der Königsweg ist jetzt in dieser Zeit sind die bilateralen Verträge gewesen und da dabei Personenfreizügigkeit. Und da sind sie ja dafür gelungen, es gelungen ist mit dem neuen Lohnschutz, Schutz der Löhne. Mit den flankierenden Massnahmen. Ja, mit den flankierenden Massnahmen. Wo zwei Bundesräte quergeschlagen haben, oder? Dafür zu sorgen, dass eigentlich die Schweiz ein Teil von wirtschaftlich, von Europa wird wirtschaftlich gesehen, dass die der grosse Raum ist ja der wichtigste Handelspartner, auch der wichtigste Austausch, dass die Schweiz ein Teil davon ist, aber mit dem, mit dem sozialen Absicherungsschutz der Löhne, was dazu geführt hat, dass die Löhne unten rein, zwar immer noch ungenügend, aber dass die gestiegen sind in dieser Zeit. Es ist gelungen, auch mit den Mindestlohnkampagnen, zuerst keine Löhne unter 3'000 Franken, dann keine Löhne unter 4'000 Franken, jetzt wäre es fällig, dann keine Löhne unter 4'500 Franken. Und für alle mit Lehr. Also kein sollte weniger als 5'000 Franken verdienen. Das sind eigentlich die wichtigen Entwicklungen, dass man auch etwas hat davon, dass die Leute auch Perspektiven haben, dass sie Jobs haben. Wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir einen sogenannten Fachkräftemangel haben in der Pflege.
Man muss etwas dafür unternehmen, und zwar halt mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, dass man erstens genug ausbildet, aber dass die nachher auch so gut gezahlt werden, so anständig gezahlt werden, dass sie eben auch da den Job, der ja doch sehr wichtig ist, zentral für unsere Gesellschaft, dass sie den auch machen. Würde ich denken. Die Industrie dasselbe. Ja. Ist aber nicht einfach, ein einfacher Zusammenhang. Und gleich tut man sich da anscheinend brutal schwer. Haben sie denn auch mehr Mut als die anderen? Sie haben ja gesagt, bundeshausige Skihütter. Da redet man miteinander und einen gewissen Bundesrat, haben sie gesagt, sie sind inkompetent, das darf man sagen, oder? Also und dann nachher, aber, die sind unterschiedlich, also muss man sagen. Da gibt es natürlich die Begabten und weniger Begabten, aber das ist, wie sie da überhaupt überall ist, in jedem Job, muss man letztlich sagen. Es ist wichtig, dass man Resultate erreicht. Das Bundeshaus ist nicht eigentlich für den gesellschaftlichen Austausch da, obwohl es auch viele Geschichten gibt, natürlich, die man da erlebt und könnte erzählen. Aber es ist so, dass es da in erster Linie darum geht, etwas zu erreichen für die Bevölkerung. Und jetzt auch konkret im Ständerat für den Kanton St. Gallen, da ist eigentlich da, wo zählt am Schluss. Und als Voraussetzung dafür muss man natürlich auch in der Lage sein, mit anderen Menschen auf die können zuzugehen, mit denen können umzugehen auch. Eben, das bedeutet auch, dass man denen zulässt, sich ein bisschen versteht bzw. realisiert, wie die ticken, damit dann eben auch Lösungen können angestrebt werden, die etwas taugen. Bundesrat Blocher, ehemals, oder? Haben wieder einmal Kadertag im Hotel Bad Horn und da hat er dann eben wieder so ein bisschen gesagt, neben Stand, und die Partei muss das Ruder jetzt herumreißen und die Wahlen gegen die Roten und Grünen gewinnen. Nur so kommt die Schweiz aus der Sackgasse und so weiter. Wie sehen Sie denn das? Sie, die ja plädiert haben, eigentlich für Schweizer Bürgerrecht, für alle, die in der Schweiz geboren sind, da hat der Ständerat, der Bundesrat hat mit Abstammung argumentiert und der Ständerat hat abgelehnt. Was geht denn Ihnen vor? Das sind jetzt die neuesten Worte vom... Ja gut, also Blocherfixierung. Man hat viel zu fest, haben sie vor allem an die Medien, angerieben. Für mich stehen die konkreten Fortschritte im Vordergrund und auch grosse Zukunftsaufgaben. Zukunftsaufgaben heissen, dass die Jungen eine Perspektive haben, heisst, dass man eine Antwort auf die Klimakrise entwickelt. Das ist ja etwas, was halt, nicht bloß unsere Generation betrifft, sondern die Welt, den Planeten überhaupt. Und wir in der Schweiz, wir sind ein kleines Land vergleichsweise. Wirtschaftlich sind wir aber natürlich alles andere als klein. Wir spielen wie im Fußball über unsere Gewichtsklasse, wo wir von der Größe vom Land her haben und tragen unsere Mitverantwortung dafür. Wir sind ja stark betroffen mit unseren Alpen, mit unseren Bergen. Wir wären mit am stärksten betroffen, wenn die Klimaerwärmung ungebremst so weitergeht. Also müssen wir unseren Beitrag leisten. Und da sind jetzt ein paar Schritte eingeleitet, aber es ist noch sehr viel zu machen. Das Bürgerrecht, das Sie vorher angesprochen haben, ein grosses Anliegen. Ich meine, die Schweiz ist ein extrem erfolgreiches Land, wirtschaftlich gesehen, in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja die Realität. Spiegelt sich darin, dass die Schweiz eine Zuwanderung kennt. Wenn man ja den Weltbevölkerungsbericht von der UNO anschaut, 2050, China geht jetzt schon zurück, grosse Teile von Europa. Die schrumpfen. Nur Skandinavien, die Schweiz, die halt wirtschaftlich erfolgreich sind, die wachsen, wenn man auch da vielleicht mit Österreich vergleicht. Oder? Die Bevölkerung der Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten viel, viel stärker gewachsen als in Österreich. Das ist der unmittelbare Spiegel vom wirtschaftlichen Erfolg, von der wirtschaftlichen Entwicklung. Dort, wo wirtschaftlich nichts ist, wie der Bergtäler bei uns, dort gehen die Leute weg. Dort, wo wirtschaftlich es läuft, da gehen die Leute hin. Und das heisst also, dass man mit dem vor ganz neue Fragen stehen, nämlich der Beteiligung von den Leuten, die hier leben, wohnen und hier auch die Realität mitgestaltet. Und in der Schweiz können wir ja eigentlich stolz darauf sein, dass die Integration insgesamt ja hoch erfolgreich ist, nicht bloß fußballerisch, sondern auch in der Schule, gesellschaftlich, wirtschaftlich ist die Schweiz hoch erfolgreiches Land, wenn es um die Integration geht. Aber politisch sind wir weit hinten drin. Und es ist inzwischen so, dass über ein Viertel von der Schweizer Bevölkerung keine Stimme und kein Wahlrecht hat. Es ist nicht so extrem mehr, wie wo es kein Frauenstimmrecht gegeben hat, wo über die Hälfte von der Bevölkerung nichts sagen kann bis vor 50 Jahren. Aber jetzt müssen wir das angehen und müssen denen Chancen
eine Zukunftsperspektive geben, die eigentlich zu unserer Bevölkerung gehört. Und das heisst also eben, wer da geboren wird, wer da aufgewachsen ist, wer da die Schule gemacht hat, wer da entsprechend zu Steuern zahlt, wirtschaftlich aktiv ist, der sollte auch Schweizer Bürgerin, Schweizer Bürger sein. Und da ist leider noch vieles im Argen, gerade im Rinntal. Ich komme das sehr hautnah mit, auch via mein Büro. Es gibt viele Gemeinden, die sehr gut laufen, auch im Rinntal, wo halt Behörden auch offen sind und die Aufgabe angehen. Aber dann gibt es andere, wo es rabenschwarz aussieht, wo einfach im Grunde genommen allen signalisieren, wir wollen euch nicht. Obwohl da geboren, aufgewachsen, zahlen da Steuern, gehen da, sind in die Schule gegangen und arbeiten da. Zum Teil unverständlich, oder? Dass wir immer das Stacheldrahtdenken haben. Also eben von Leuten, die man denkt, sie sind intelligent, ein Stacheldraht im Geschütz rum und nicht sieht, dass man international, gerade im Rindl, sollte man so den erschreckt sehen, oder? Ich glaube, dass wir da eine große Chance haben, ein bisschen nach vorne zu bewegen. Aber man kann man das Denken verändern? Führen. Macht eine Politik Spass? Jetzt sind sie, ich weiß nicht, was haben sie gesagt, seit dem 80er sind sie dran, sind sie dann 40 Jahre dran? Ja, oder 45 sind sie am Schluss. Ja, eben. Und am Schluss, mit dem Stadtparlament, bei gewissen Ansicht treten am Ort, oder? Nicht unbedingt. Es ist ist immer wieder eine Auseinandersetzung, ein Kampf. Also ich habe angefangen zu sagen, also die grösste Veränderung war eine Geschlechterfrage jetzt in diesen 45 Jahren, eben, wo eigentlich Unglaubliches möglich geworden ist. Also wenn man, es hat sowieso viele Entwicklungen gegeben, die eigentlich riesen Niederlagen, UNO-Beitritt, wo ich im 86 auf Bern kam, bin, die UNO hochkant verworfen worden, der UNO-Beitritt, hochkant. Als Behördenvorlage, dann ist im Jahr 2000 eine Volksinitiative, das war noch 14 Jahre später, gewesen, hat der UNO-Beitritt verlangt und dann hat die Bevölkerung zugestimmt mit einer klaren Mehrheit. Also hat aber braucht es 14, 15 Jahre auf. Gedauert und das ist bei vielem so gegangen, gerade bei der Sozialstaat. Und die Geduld haben sie immer gehabt. Also Geduld, würde ich sagen, bin ich nicht der geduldigste Mensch. Eben, darum aber, meine ich doch. Ich sehe trotzdem, es gab Fürsche, gerade wenn man sieht, wie sich die Rolle von der Geschlechter verändert haben. Auch nur das kleine Symbol beim Vaterschaftsurlaub, dass plötzlich Väter die Rolle wahrnehmen, dass man die Aufgabe teilt. Es ist zwar immer noch so, dass das nicht einfach selbstverständlich ist, aber Kindertagesstätten, dass man eine Möglichkeit, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass beide eben auch aktiv bleiben. Beschränkt. Da hat sich ja beschränkt. Das ist also müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, Schule bietet eigentlich nichts an, Blockzeitunterricht 1. bis 6. Dann eine Kindertagesstätte pro Tag kostet 83 Franken. In Österreich meine Verwandtschaft zahlt im Monat 150 Euro. Also wir sind, was das betrifft. Da haben Sie vollkommen recht. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Sie müssen noch weitermachen, bis ja, nicht. Das hat auch Barbara Gysi zum Beispiel, ist da sehr aktiv in dem Bereich. Es ist so, dass man eigentlich wie, Sie haben es gesagt, Österreich, es ist klar, in skandinavischen Ländern ist vollkommen klar, Kindertagesstätte, das ist wie ein Anspruch, wie in die Schule gehen, und zwar mit entweder einer bescheidenen Gebühr oder ist gratis, grundsätzlich. Ja, genau. Kostet nichts wie, ich meine, uns, das ist eine grosse Errungenschaft von der Schweiz vom 19. Jahrhundert, Schulbildung für alle. Genau. Und zwar, es kostet nichts. Okay, das ist gut, ja. Als Anspruch, und da müsste sich auch entsprechend in dem Bereich entwickeln, statt derartige horrende Kosten und kein richtiges Angebot in vielen Gemeinden. Ja. Also da geht es sicher noch um eine grosse Zukunftsaufgabe für unser Land. Gut, dass das Angebot ab dem 24. ist, dann gesetzt natürlich, gell? Ergänzende, flankierende Massnahmen, eben. Schulergänzende Massnahmen, das ist ein Gesetz im Kanton St. Gallen. Aber trotzdem, nochmal, es kostet, wenn man nicht abfedern kann, steuermässig, 83 Franken pro Tag und in Österreich 150 Euro im Monat. Ja, wenn es hochkommt. Und Frauenrechte, sind die Frauenrechte wirklich so viel? Also gut, Wahlrecht ist okay, aber sonst? Also wenn man denkt, eine Frau hat 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, wenn sie Lehrer ist 16 Wochen, in Österreich hat man 2 Jahre, man kann es noch verschiedene Sigma, ist pragmatisiert. Also ich sage einfach, eigentlich ja, kann man nicht vorstellen, dass der Paul Rechsteiner politisch, auch wenn er nicht mehr gewählt ist, Ständerat ist, einfach sich zurücklehnt. Ja gut, politisch, sagen wir mal, ein bewusster Mensch bleibe ich natürlich, und, aber in einer völlig anderen Rolle. Natürlich bin ich aber zuversichtlich, dass der Ball aufgenommen wird. Ich meine, ich habe jetzt inzwischen doch auch der 70. ist hinter mir, und von dort her braucht es auch den richtigen Moment, wo man den Wechsel probiert. Und es ist so, dass doch die Aufgaben für die Zukunft, die gehen nicht aus, sondern die Entscheidungen, die heute
gefällt werden. Jetzt gerade, wenn es um Kindertagesstätten geht, wenn es um gleiche Ausbildungschancen für alle geht, dann prägen die Entscheidungen von heute natürlich die Zukunft von den nächsten Jahrzehnten. Und in dem Sinn geht es um sehr viel. Mhm. Flexible AV, das hat man dann so mehr oder weniger können ein bisschen umsetzen, oder? Aber jetzt ist schon der Putsch gegen Frauen. Gut, meine Deutschland Münden Ferien mit seinen 67 Jahren damals schon zur Seite von Schröder ist ja gar nichts. Nein, ja. Mit Bilanz, die, ist jetzt, die Abstimmung ist jetzt keine erfreuliche Geschichte gewesen. Allerdings, man hat ja damals, wo es jetzt im letzten September um die Abstimmung gegangen ist, hat man ja da eine Kantonniederlage von der Linken vorausgesagt. Am Schluss war es haarscharf, 30'000 Unterschied. Mhm. Bei über je 1,4 Millionen Stimmenden, ja und nein. Und es ist am Schluss, medienmässig ist das eine ganz bittere Geschichte gewesen. Meinungsumfragen, die sind ja wieder einmal das Schlechteste bewiesen. Die sind, wie es in Amerika mal heisst, nicht dazu da, Meinungen abzufragen, sondern Meinungen zu formen. Mhm. Gesagt im August noch, 64% stimmen bei gefestigten Ansichten zu, 33% noch nein. Am Schluss war es praktisch 50-50 gewesen. Trotzdem muss ich sagen, jetzt unter den Resultaten, die es jetzt können geben konnte, war es, sagen wir mal, jetzt von den schlechten Ergebnissen das Beste gewesen. Die Idee, jetzt Rentenalter noch weiter aufzutun, wie sie da zum Beispiel die Jungfreisinnigen wollen und die SVP auch will und die FDP, da können sie vergessen bei dem Resultat. Also in dem Sinn hat das auch die andere Seite. Es gibt eine Zusatzfinanzierung für die AHV und wenn man ja bei den Rente braucht, ist endlich wieder einmal eine Verbesserung, eine Verstärkung von der AHV-Rente, nämlich ein Zuschlag bei der AHV-Rente, was jetzt dann wiederum auf dem Tisch liegt mit der 13. AHV-Rente, wo ja eine Abstimmung sein wird, dann im nächsten Jahr voraussichtlich. Die AHV ist da geblieben, die erfolgreichste Sozialversicherung. Immerhin kein Teuerungsausgleich, bei der Pensionskasse, da wird es immer noch schlechter. Kein Teuerungsausgleich, nichts. Und man zahlt immer mehr, kommt immer weniger dafür über. Also in dem Sinn ist auch da für den Sozialstaat von der Zukunft, wo ja gerade die Jungen auch darauf angewiesen sind, dass wir eine funktionierende Rentenversicherung haben, gibt es nichts Gescheiteres, nichts Besseres als die Stärkung von der AHV. Lohnschutz, ein riesiger Sprung zu einem anderen Thema. Ich glaube, zwei Drittel, oder? Haben damals die flankierenden Massnahmen in grossem Mehr sind die angenommen worden und so weiter. Und dann haben sie über den Lohnschutz quasi müssen diskutieren. Also, verstehe ich das jetzt falsch, oder? Wenn es Zuwanderung gibt und wir da einen Lohnschutz haben, dann ist ja nicht die Angst begründet, dass die, die hier arbeiten, dann konkurrenziert werden durch die, die rein können, wenn wir den Lohnschutz haben, oder? Das ist ja auch irgendwie so ein System, das eigentlich in sich greift, oder? Also zuerst einmal geht es darum, dass natürlich da jetzt auch, da gilt ja für Gewerbebetriebe, die hätten ja keine Chance, wenn man sich nicht müsste, ja die Arbeitsbedingungen im Land halten, wenn man also könnte, genau. Mit 10-mal tieferen Löhnen da Offerten machen, das ist für das Gewerbe nichts, aber natürlich für die Betroffenen in diesen Sektoren. Und das, es ist ja logisch, mal umgekehrt sein. Das war eben der Sinn von der Mindestlohnkampagne. Es muss, wenn wir schon eine wirtschaftlich positive Entwicklung haben bei uns, dann muss jeder Leute da etwas bringen. Mhm. Also das heisst, das muss sich auch auszahlen im Portemonnaie. Und es ist so, dass wir bei uns einfach andere Lebenskosten haben. Das sind nicht bloß Lebensmittel, aber vor allem auch Krankenkassenprämien. Mhm. Unser Gesundheitswesen insgesamt ist ja auf einem hohen Stand. Überall alles gesehen in der Schweiz, aber es ist relativ teuer. Und vor allem haben wir ein Finanzierungssystem mit einer Kopfprämie, dass alle eigentlich immer gleich viel zahlen, ob reich oder arm. Das führt dazu, dass man einfach recht viel oder sehr viel zahlt dafür. Und das bedeutet, dass man eigentlich eben wieder beim Lohn, bei der Rente, aber auch bei der Prämienverbilligung muss dafür sorgen, dass man da kann Schritt halten mit den Kosten, die wir da haben. Das ist mir alles klar, aber es gibt immer wieder so Leute, die zu mir können sagen, wie ich dort mal gesagt habe, freie Zuwanderung müsste auch möglich sein, wir brauchen auch Fachkräfte und so weiter. Die sagen aber, dann konkurrieren sie ja uns, die nehmen uns die Jobs weg. Aber wenn wir ja dann denen, die zuwandern, die gleichen Löhne muss zahlen, ist es ja nicht wirklich eine Konkurrenz, oder? Eine Konkurrenz wäre, wenn die Dumpinglöhne zahlen, aber oder? Aber es ist einfach eine Realität, dass man halt bei uns jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die Pflege anschaut, genau. Das Gesundheitswesen, die meisten haben ja Erfahrungen mit Angehörigen oder mit wem, die jetzt ins Spital kommen oder ins Spital angewiesen sind oder ja, was auch immer. Es ist ja derart offensichtlich in der Ostschweiz auch. Ich meine, kein Spital würde funktionieren ohne
Und da ist die Schweiz in einer besonderen Situation, könnte zurückgreifen auch auf Leute, die aus dem Ausland kommen. Die ganze Pflege, aber auch die medizinischen Dienste, das würde nicht funktionieren. Ganz verschwiegen in der Industrie, der Bau schon immer. Der Bau schon eigentlich seit die Schweiz, seit dem 19. Jahrhundert, den Schweiz, mit der Schweiz aufwärts gegangen ist. Wir angefangen haben Kunstbauten bauen, Tunnel, Brücken, Häuser und so weiter. Ja, ist an die Schweiz immer angewiesen drauf gewesen, dass damals Italiener gekommen sind. Und so gesehen ist einfach ein realistischer Blick, bedeutet, dass man eben anständige Löhne braucht, das muss etwas bringen. Und gleichzeitig aber auch, dass man denen Leute, die hier kommen, dass die auch entsprechend anständig behandelt werden und dass sie, wenn sie hier Wohnsitz nehmen und für lange Zeit sich selber also als Ort einrichten darauf, dass wo sie jetzt einfach auch real leben und ihre Perspektive da sehen, dass sie auch teilnehmen an der Gesellschaft und auch politisches Mitspracherecht überkommen. Haben Sie den offenen Geist, den Sie hier während der ganzen Zeit, wo wir jetzt reden, können zeigen, auch im Parlament können transportieren. Also ich denke mir immer, die Schweiz ist einfach nach wie vor, irgendwie noch, hat noch viele Leute das Gefühl, wir sind die Schweiz etwas Spezielles. Also ich denke, heute ist, glaube, sind glaube, EU-Sanktionen gegen den Iran oder beschlossen worden. Die Schweiz natürlich tut sich schwer, um mitzuziehen. Bei der Ukraine ist dasselbe gewesen. Also, es gibt ein Hin und Her immer, oder? Aber ich habe eigentlich immer auch erlebt, dass da auch Bewegungen für mehr Offenheit, für eine menschliche für eine menschliche Haltung und auch für internationale Solidarität doch immer auch grosse Resonanz gehabt. Mich dunkt es immer, dass einfach eben die Blocherfixierung in gewissen Medien und auch die SVP-Fixierung in gewissen Medien eigentlich dann ein Bild von der Schweiz transportiert, das eigentlich nicht das reale Bild ist. Letztes Jahr jetzt da mit der Ukraine. Es ist eine Katastrophe, was da passiert ist mit dem Putin-Überfall auf die Ukraine. Man sich das nicht mehr vorstellen, wird ja ganz viel verändern, auch in den Köpfen, in Europa und in der Schweiz. Aber die Solidarität konkret gegenüber den Menschen, die da waren, sind, ist doch viel, viel grösser gewesen, als man das in den Medien transportiert hätte. Ganz konkret, also Leute, die mich auch angesprochen haben, im Zug, unterwegs, man hat doch erlebt, dass da eigentlich eine ganz grosse Solidarität da war, wo man im Übrigen auch gegenüber Asylsuchenden, im Unterschied zu dem, was man in den Medien immer liest, auch gerade hier im Rinntal immer wieder eindrücklich gesehen hat, wie das da auch wieder eben präsent ist. Es gibt die beiden Seiten, sagen wir, die fremdenfindliche, abwehrende Seite, engherzig, keine Einbürgerungen in gewissen Gemeinden. Das sind eben gewisse Gemeinden, anderen Orten doch wieder realistische, vernünftige, offene Haltung und eben viel Solidarität, die so um die Katastrophe gegangen ist von der Ukraine. Mit Ihnen natürlich wahnsinnig viel reden, aber gerade wenn Sie jetzt immer ein bisschen sagen, das Rintel und so weiter, also ich kann mich erinnern, Jugoslawienkrieg, ich weiß es nicht mehr genau, 1993 und so weiter, hat man einen Grenz- in den 90er Jahren dicht gemacht, hat aber dann in Bux etwa 80'000 Leute wieder zurückgeschickt. Nebst anderem Kind mit Fieber und so weiter, ich kann mir sagen, ein Polizist, hat nicht Grüningen geheißen, ist anders gewesen, ein Buxer, hat das Kind dann über Nacht 1-2 sogar heimgenommen und dann hat man es wieder zurückgeschickt, oder? Also wir haben dann vielleicht auch noch unsere dunklen Seiten irgendwo und sind nicht immer so offen und so hilfsbereit. Allerdings ist im Jugoslawienkrieg hat es auch den Kosovo damals natürlich eine grössere Aufnahme gegeben, weil der grösste Teil ist natürlich zurück. Ich bin auch sicher, wenn jetzt die Ukraine in dem Krieg könnte bestehen und gewinnt, und wenn ihr einigermaßen sichere Verhältnisse hättet, ein grosser Teil von den Ukraine-Flüchtlingen, auf jeden Fall, die gehen zurück, die wollen ja nicht da, die sind natürlich nicht freiwillig da, sondern sind geflüchtet. Und das gilt eigentlich überall, wenn wieder einigermaßen vernünftige Verhältnisse herrschen oder wo Sicherheit garantiert ist, dann führt das auch zu Rückkehrbewegungen bei Gewaltflüchtlingen. Es ist ein bisschen eine andere Situation, wenn man jetzt da von der Entwicklung in Europa anschauen mit der Personenfreizügigkeit, wenn Leute natürlich jetzt das Land, die Region wechseln, das gilt ja auch innerhalb von der Schweiz auch, und dann dort arbeiten, vielleicht eine Familie gründet und dann Kinder wachsen da auf, bleiben da und entwickeln sich. Da ist ja vielen da so gegangen. Sie haben es auch noch gemeint, zu Südeuropa. Sie gehen einmal zurück, real. Effektiv sind sie aber in der Schweiz, eigentlich Schweizerinnen und Schweizer geworden, haben sich da so eigentlich auch Eigenschaften angewöhnt, die man da hat. Und
Auch die Berechenbarkeit, die Zuverlässigkeit von allem, das Zeug funktioniert bei uns. Dann ist es natürlich so, dass wir dann da eigentlich eben die Situation haben, dass dann auch von Leuten, die eigentlich jetzt immer noch verwurzelt sind, sagen wir jetzt in Süditalien, aber dann natürlich effektiv Schweizerinnen und Schweizer geworden sind. Und das ist ja eigentlich auch die doppelte Staatsbürgerschaft, die zugelassen ist in der Schweiz. Da ist die Schweiz vorangegangen. Das war einer meiner frühen Erfolge, Anfang der 90er Jahre. Dass man eben sieht, Menschen haben unter uns verschiedene... Könntest du jetzt in Österreich noch tätig werden? Meine Frau ist Österreicher. Ich kann nicht Schweizer werden, sonst müsste der Österreicher abgeben. Ja, nicht unbedingt, also, dass man beides haben kann. Wir würden sicher noch ein Mandat finden. Dass man beides kann haben und dass das ein Reichtum ist. Und da fährt man eigentlich gut. Genau, binationale Ebene. Das gibt jede Menge von denen. Das ist auch eigentlich eine Freiheit von den Menschen. Dass man, also in dem Sinn muss man sagen, die Schweiz hat sich auch im Positiven sehr entwickelt. Was sage ich jetzt zu den Medien? Ich war beim Radio DRS und da hat man gesagt, kein Revolverjournalismus, objektive Berichterstattung und so weiter und so. Also Unglücksfälle und Verbrechen hätten wir nie können bringen, so irgendetwas. Inzwischen hat man das Gefühl, es ist ein Kampf um Einschaltquoten, um irgendwie Plätze und Quoten und so weiter und Auflagen. Und mich erstaunt, ich mag jetzt keine einzelnen Medien nennen, wie, aber auch wirklich Medien, die ich sehr, sehr schätze, sei es Printmedien oder andere, einfach länger mehr Stimmungsmache machen. Jetzt, auf einer Seite gibt es die Pressefreiheit, das kann ich verstehen. Das ist ein unangetastetes Recht. Wird das nicht etwa mal auch ein bisschen missbraucht? Denn? Gut, man würde sich substanziellere Medien wünschen. Allerdings muss man sagen, vielleicht im internationalen Vergleich ist es immer noch so, dass wir doch eine gewisse Vielfalt haben von Meinungen. Es gibt eine Tendenz zum Kampagnenjournalismus. Eben jeder Floh, wo die SVP in die Welt setzt, wird auch entsprechend umgesetzt, wieder über Sonntagsmedien. Und in dem Sinne kann man sich sicher anders vorstellen. Aber wichtig ist, dass wir doch eine Medienvielfalt haben, dass entsprechend auch, auch ein substanzieller Journalismus stattfindet. Das bedeutet auch, dass natürlich genug auch muss investiert werden drin. Das ist etwas sehr Wichtiges. Was heute natürlich eine gewisse Rolle spielt, ist der sogenannte Klick-Journalismus. Das sind in den sozialen Medien. Das sind natürlich einfach, man hat es während der ganzen Corona-Zeit gemerkt, oder? Ich bin damals in der ganzen Corona-Zeit Präsident von der Ständeräterer Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit gewesen. Und eigentlich medial immer ein wahnsinniges Geschrei praktisch mit dem taktet, was in den sozialen Medien abgeht. Und das ist immer natürlich das Negativste, ist am stärksten gehypt worden. Man hat den ersten eigentlich, wo es um die beiden Volksabstimmungen gegangen ist, zum Glück haben wir in der Schweiz Volksabstimmungen über die Corona-Massnahmen gehabt. Nicht gerade die unmittelbaren gesundheitspolizeilichen Eingriffe, da hätte man müssen vorgeschrieben werden direkt, da hätte man nicht können warten, bis eine Volksabstimmung kommt, aber nachher die Pakete, wo vom Gesundheitspolitischen bis zu der Corona-Hilfe gegangen ist, und da hat ja das Volk doch zweimal ganz klar zugestimmt, mit grosser Mehrheit, hat gezeigt, dass also die Bevölkerung im Grunde noch nicht das gleiche Empfinden hatte, auch nicht die gleiche Haltung hatte, wie das Geschrei in gewissen Medien. Eindeutig nicht, ja. Meine zweitletzte Frage, was sind so Ihre schönsten Erlebnisse und die grössten Erfolge? Ja, ist gut, natürlich schwierig, gell? Bei dem... Viele, ja. Natürlich. Also, jetzt muss man sagen, zum Glück ist auch vieles zustande gekommen, wo neben dem, dass natürlich ein paar grössere Niederlagen immer auch dabei waren. Ich kann nicht sagen, dass wir jetzt da dass das alles geschenkt worden wäre, das ist nicht so, sondern immer viel auch Gegenwind gehabt, aber hat sicher der Lohnschutz, der neuartige Lohnschutz mit den flankierenden Massnahmen, der ist eigentlich die grösste Veränderung im Schweizer Arbeitsmarkt gewesen, seit 1914, fast eine kleine Revolution auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, dass plötzlich eben auch Mindestlöhne möglich sind in der Schweiz und Lohnkontrolle, das ist auch wie und Abschaffung von der Diskriminierung von dem früheren Saisonierstatut, wo menschenunwürdig war, dass Leute da hinten arbeiten sind, aber Hände, keine Familie dürfen haben, keine Frau, kein Kind versteckt. Da gibt es ja eindrückliche Geschichten aus dem Rindtal, Altstädten, oder, wo dann darum gegangen ist, wo der der Bub, also der ist... Ich hatte Schüler, die quasi zwei Monate, also zwei Jahre lang im Kasten eingeschlossen worden ist, wenn Besuch kam. Ja.
Ja, krass, eben einer, ja, der neuropsychologisch hochqualifiziert selber, aber der ist als verstecktes Kind in Altstädt und ist dann dort in die Schule, weil er sein Vater ist Maurer gsi in einem Baugeschäft. Mhm. Und das ist der qualifizierteste Maurer gsi und Polier. Mhm. Ohne den wäre das Baugeschäft zusammengebrochen. Und er hat die Geschichte eindrücklich erzählt, wie bei ihm, und er ist etwa ähnlich alt wie ich, damals dann, hat man einfach dann gesagt, er müsse kein Kind haben da. Er müsse zurück und so weiter. Und der Maurer hat dann gesagt, dann ginge er. Obwohl er ihm den Job gefällt und er sich da auch verantwortlich fühlt und so weiter, aber da ging nicht und so. Und dann ist er in die Schule. Der Bub, der sich vorher musste, wo versteckt war, wo man versteckt hat, ist dann eingeschult worden in die Schule und dann heisst, und da hat er jetzt entdeckt im Gemeindesarchiv Altstetten, oder? Bei ihm heisst es Ältere. Dort, wo die Eltern stehen, normalerweise Baugeschäft, Bureau. Das ist so, so ist zu und her gegangen und man hat einfach, weil denn das Baugeschäft so wichtig ist, am Ort, hat man das toleriert, dass halt eigentlich da das Baugeschäft die Verantwortung übernommen hat und das an der älteren Stadt. Das zeigt die Schande. Also da hat man können beseitigen mit den bilateralen Verträgen im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit, die Diskriminierungen abschaffen. Also in dem Sinn, wenn Sie nach dem grössten Erfolg schauen oder fragen, wo jetzt die Schweiz wirklich nachhaltig verändert hat, dann ist es doch am Schluss der Erfolg gewesen. Der Paul Rechstein, ein extrem interessanter Politiker, hat sicher gemerkt, das hat euch unglaublich viele Themen. Tut euch einfach mal googeln bei Paul Rechsteiner. Die Anfrage, alles Zeug ist drin, könnt ihr nachlesen. Und auch das, was er nicht eingebracht hat, hat ganz interessante Ansätze. Und vielleicht denkt ihr damit, es gibt immer ein bisschen Abstimmungen, da kann man einiges lernen und es gibt sicher auch weitere Vorstösse. Denn, und er wird sicher auch nicht ruben. Er wird sicher so hinten dran, ein bisschen an die Schattenbraten noch tätig sein. Jetzt meine letzte Frage bei so einem interessanten Politiker, der so gerne, ja, älter ist als ich, nicht gesehen, ich sehe wirklich viel älter aus, ja, graue Haare. Du hast einfach ein schönes Leben gehabt, damit ich graue Haare kann. Meine letzte Frage wäre es einfach noch, was ist so Ihr grösster Wunsch, Paul Rechsteiner? Ja gut, der grösste Wunsch jetzt, dass die Geschichte hat geraten, dass das Erfolgsmodell jetzt von der Vertretung im Ständerat breit abgestützt ist, dass man das kann fortsetzen kann. Da wäre jetzt natürlich auch ein Tüpfchen auf Sie. Im Übrigen aber jetzt geht's mir, wünsche ich allen, die jetzt da zugelassen haben und Nerven haben, dabei zu bleiben, dass sie selber jetzt im weiteren Leben Erfolg und eine Perspektive haben und auch bereit sind, dazu beizutragen, auf ihre Art halt, dass auch andere die Chance bekommen.